Können wir? Wir können. Nein, nein, ist doch nicht genug. Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind dieses Wochenende am Beyond the Hill Festival 2023, das allererste Mal. Hier sind die Top-Fahrer der Welt am Start. Die Top-Fahrer der Welt. Geiles Publikum. Wir haben herrliches Kaiserwetter. Wir haben super warm. Ich bin heftig am Schwitzen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Oh, besser als meine Marke. Es ist so warm. Ja. Zu sagen, dass das Eigenbedarf gerade ist? Das ist Eigenbedarf, ja. Ich hatte Angst, grauenvolle Angst im Truck des Todes. Da habe ich gedacht, genau dafür sind 30 Sitzplätze da und niemand darf stehen und an der Stange tanzen. Das kommt davon, also wer an der Stange tanzt, hat in der Schule nichts gelernt, ist ja jetzt hier nicht richtig. Dann. Oder ist eine Frau schlau? Eine Frau schlau. Also ich filme schon? Wir haben hier den Star der Stars. Shredder Diaries, Clemens, der Shredder-Schreiner. Hallo. Ja, was soll ich sagen? Clemens, was erwartest du von diesem Festival? Ja, Spaß, gute Tricks und gutes Wetter natürlich, weil wir hatten echt Pech. Und ja, einfach Spaß haben und saufen. Geil. Und Fahrrad fahren natürlich. Ich will Fahrrad fahren. Das hört sich gut an. So, wir gehen jetzt mit Clemens Ansage rüber zum Nines und schauen uns die Weltelite an, was da jetzt abgeht. Leute, das werdet ihr euch nicht ausmalen können. Let's go. Wunderschönen guten Tag. Wir sind hier mit den beiden, die hier sehr, sehr viel Erde bewegt haben, die letzten Monate. Erstmal Pablo, wie waren die letzten Monate für dich? Viel Arbeit, viele Überstunden, so wie immer am Green Hill, oder? Wie war es mit dem Regen? Was hat das, hat das euch sehr beeinträchtigt? Tatsächlich nicht so. Hier ist viel schiefer. Es war nicht so ein Problem, aber fürs Mental schon halt. Gell? Ein bisschen Sonne ist gut. Ja. Schön, danke. Und du, Henne, du warst ja auch hier und hast fleißig mitgeholfen, ne? Was war bei dir hier das größte Problem? Sag mal ehrlich. Der Matsch. Der Matsch. Der Matsch beim Rampenbau. Das war wild, das war richtig wild. Gab es denn genug Bier? Ja, abends immer schön Feierabend Bierchen getrunken und alle mit den Jungs, hat richtig Bock gemacht. War nice. Geil. Schöne Woche gehabt, anderthalb Wochen. Geil. Henne hatte übrigens Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag, Henne. Vielen Dank. Dirty 30. Dirty 30, Digga. So, wir gehen weiter. Wir machen jetzt einfach ein Interview daraus. Hier, da haben wir noch jemanden. Hallo, kommen Sie mal bitte hier in die... Doch, Sie müssen, Sie müssen. Nee. Hallo, hallo. Jetzt sind Sie schon im Bild. Nicht. Also, gucken Sie mal. Hallo, hier bleiben. Also, guck mal. Hier ist auch jemand, der sehr viel getan hat. Wie waren die letzten Wochen für dich? Sag mal ehrlich, Lisanne. Die waren sehr schön, aber sehr stressig auf jeden Fall. Was war für dich das Stressigste an dem ganzen Event? Das Stressigste an dem ganzen Event, das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach der Fakt, dass wir es zum allerersten Mal machen und dass wir nicht wirklich auf Erfahrungen zurückgreifen können, wie viele Besucher kommen, was brauchen wir alles. Ja, das haben wir sehr randommäßig geplant, aber ich glaube, das haben wir gut gemacht, so wie sich das jetzt hier heute am ersten Tag anfühlt. Ja, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Lisanne, vielen lieben Dank. Gerne. Vielen lieben Dank auch für dieses Festival. Das habt ihr wirklich hervorragend hingekriegt. Super, dankeschön. So, guck mal hier. Oh, hallo. Hi. Wir haben hier Erik Muth, den technisch besten Fahrer hier aus dem Green Hill Bike Park. Erik, wie haben sich die letzten Wochen für dich angefühlt hier oder die letzte Woche angefühlt hier beim Umbau, bei allem, was wir hier machen mussten? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, jetzt die letzte Woche war echt super anstrengend. Viel aufzubauen, viel zu tun, ist das erste Mal für uns alle. Ja, und sonst nicht so gutes Wetter gehabt, aber soweit sonst eigentlich super spaßig, coole Leute. Okay, was erwartest du denn noch jetzt von dem restlichen Festival hier? Also wir sitzen ja jetzt hier vor dieser fetten Nines Line und wir wissen noch, also wir beide haben ja schon ein bisschen was gesehen, ne? Aber was denkst du, was sie heute raushauen, wenn die schon beim Training so wilde Sachen gemacht haben? Boah, echt schwierig zu sagen. Also ich schätze mal, durch den Wind sind sie ein bisschen, müssen sie sich ein bisschen zurückhalten, aber ich weiß es nicht. So viel habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich gehe mal davon aus, es wird aber ein paar Leute geben, die echt ein paar gute Tricks auf Lager haben. Und dann, ja, mal schauen, was so kommt. Wird es heute ein World's First geben?
Schwierig zu sagen. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Was denkst du? Ich glaube im Event eher nicht, aber ich weiß nicht, was sie auf dem Airbag gefahren haben. Mal abwarten, ob sie jetzt was raushauen. Also sie haben die Landung schön weich gemacht, also kann sein, dass irgendjemand sich was wagt, aber ich weiß es nicht. Geil. Ja, schwer einschätzen. Ja, vielen lieben Dank. Ja. Dann viel Spaß beim Zugucken. So, weiter geht's. Fangen wir ein paar Leute hier. Bitte? Use die Leute der Reihe nach. Ja, natürlich, ab und zu. Ja, wir können auch ein bisschen Statement abgeben. Ihr wollt auch ein Statement? Ja, dann kommt mal rüber, wenn ihr unbedingt ein Statement. Ja, guck mal hier. Ja, hi. Hi. Wie heißt ihr? Ich bin der Lippi. Achso. Ich bin die Kimi. Hallo Kimi und Lippi. Ja. Was erwartet ihr von diesem Festival? Ihr seht ja diese monströsen Landungen, die hier gerade vor unserer Nase rumhängen. Was denkt ihr, was gleich auf euch zukommt? Krasser, fieser Slopestyle. Und Freeride. Mega. Ich freue mich richtig. Ja? Auf jeden Fall. Es ist schon beeindruckend, das mal so live zu sehen, wie groß das alles eigentlich wirkt und überhaupt ist. Das ist schon, da muss man Eier haben, glaube ich. Ja, da glaube ich, da braucht man wirklich Eier aus Stahl, ne? Definitiv. Ich weiß nicht, habt ihr zufällig das letzte Video gesehen, was wir hochgeladen haben? Nee, leider nicht. Nein? Leider nicht. Da haben wir ein bisschen von außen gefilmt und ich muss selber zugeben, dass man nicht sehen konnte im Video, wie groß das ist. Nein, ja, nein, das haben wir auch. Das haben wir auch gedacht, weil wir haben uns viele Videos vom Bikepark angesehen und als wir hier vorhin hochkamen, dachten wir so, what the fuck? Das ist wie so ein... Holy shit, das ist crazy. Das ist crazy, ja. Aber wir freuen uns umso mehr auf all die geilen Slopestyler und so, mega. Ja, geil. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Weltelite beim Slopestyle zu gucken. Vielen Dank, euch auch noch sehr, sehr viel Spaß. Ja. Dankeschön. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Dankeschön. Danke. Danke. Schön, weiter geht's. Hallo Söldenmädels. Hi. Und Boys natürlich. Yes. Also ich reiche jetzt einfach mal das Mikrofon rüber. Was erwartet ihr von diesem Festival? Wer möchte als erstes? Komm, mach. Komm, nimm. Ja, jede Menge Spaß. Was sonst? Was sonst? Ja, that's it. Ja, coole Sprünge und fette Party. Geil. Was erwartest du von dem Festival? Ja, ganz viel Spaß. Mountainbiken vom Allergeilsten, ein Kurs vom Allergeilsten. Es ist ja gerade hier die Weltelite des Mountainbikes gerade hier. Denkst du, es wird heute ein World's First passieren? Mindestens einer. Ich glaube, anstehend tun bis zu 8. Also ist auf jeden Fall was dabei. Verrückt, verrückt. Jungs, was denkt ihr über das Festival? Was wird hier jetzt die nächsten Stunden passieren? Ja, ich sag, geile Leute sind schon hier, das haben wir schon erfahren. Und jetzt warten wir halt noch, was die Fahrer da rausreißen. Aber ich glaube, das wird richtig geil. Ich vermute, es wird eine unglaubliche Show mit einem tollen Setup. Also los geht's. Geil, Mann. Vielen lieben Dank, Feuer Statement. Danke. Später. Dankeschön. Guck mal hier, haben wir noch eine jüngere Person. Ja. Hör mal. Hi. Hallo. Hi. Also, was hältst du bis jetzt von diesem Festival? Ist bisher ganz geil, ja. Was erwartest du jetzt noch? Guck mal, man sieht ja jetzt diese monströse, fette Nines Line. Ja. Und die Weltelite des Mountainbike Slopestyle. Was denkst du, was hier jetzt für geile Sachen passieren? Ja, sehr kranke Sachen, die man normal nicht machen könnte auf anderen Sprüngen. Ne? Zum Beispiel Emil Johnson heißt der, glaube ich. Der wird das Safe Double Windshield Wiper drüber machen. Sagst du? Ja, safe. Ja, gut. Vielen lieben Dank für dein Sentiment. Jo. Danke, Mann. Ah, guck mal hier. Die Chefs persönlich. Guck mal, das ist die nächste Generation Weltelite. Da, guck mal, da geht's jetzt schon ab. Erik Fettko direkt am Start, meine Damen und Herren. Hier geht's richtig ab. Ja, erstmal Signature, dann schön aus der Quarter. Jetzt geht's hier weiter auf die andere Seite. Jetzt fährt er hier hoch. So, jetzt geht's hier richtig ab. Erik Fettko wird jetzt hier richtig abreißen. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine Story hier. Oh, watch out! Eric's dropping in. Just getting some speed tips from Daniel Rosa. There you go, no problem. Oh, ein bisschen zu kurz, aber. Ein bisschen zu kurz. Man muss dazu sagen, Erik Fettkos ganzer Arm ist kaputt. Er ist die ganzen Tage sehr, sehr vorsichtig gefahren, da er vor ein paar Wochen gestürzt ist. Und jetzt wird die Saison vielleicht sogar schon nach diesem Festival erstmal für den
lower gemacht. Aber okay. Also man muss auch ganz klar dazu sagen, das Nines Festival ist kein Contest. Also das ist ein gemeinsames Event für alle, die hier fahren. Also das ist ein richtig familiäres Ding. Jeder pusht den anderen. Das ist wie eine riesige Shish für alle besten Fahrer der Welt. Verrückt, ne? Geil, einfach geil. Ich wäre so gerne mitgefahren, ne? Vielleicht nächstes Jahr. Er ist einfach der geilste Typ ever, ne? Oh, what? Jetzt geht's hier richtig ab. Drei World's First, Alter. Drei World's First waren heute auf dem Airbag, wurden geschafft. World's First, egal wo drauf, erstmal auf dem Airbag. Hey. Okay. Wo sind die Fans von Tobi? Tobi Walkes! Tobi Walkes am Start. Das ist Tobi Walkes. Oh. Was ein... Oh, nice! Whip Flip. Verrückt, Alter. Einfach verrückt, was hier schon wieder abgeht. Nice, sorry. Gleich geht's richtig. Wenn gleich der Big Air kommt, dann kannst du richtig mal ausmalen, was das abgeht. Hallo, nimm das überhaupt auf? Hey, was a good nimm idea das auf? Es kommt jetzt gerade kein Fahrer, aber... Ja, dann moderier doch mal ein bisschen. Ja. Bobster tomorrow, that's my job. Don't tell Visa Immigration. Also ich hab Aperol. Prost. Aperol. Prost. So. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Hey. Yeah, come on, no. Yo. Yo, Tacno Händler. Flip! Kleiner Whip. Besserer Whip. Wir warten noch auf ein paar Fahrer, die Sonne knallt. Sind alle am Schwitzen. Und der Aperol knallt. Das ist Patricia, einer der jüngsten Red Bull-Fahrer. Genau. Yo! Big Flip! Yeah! Bike Shop aus Kassel. Was macht ihr für Content? Machen eigentlich alles, von Reviews über Mountainbikes, Bikechecks oder eben dich filmen. Lohnt es sich, euch mal abzuchecken? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr in Kassel seid oder in der Nähe, kommt gerne mal rum, auf jeden Fall. Geil. Leute, einfach mal vorbeischauen, wenn ihr in der Nähe von Kassel seid.
mit Hütte. Hallo, Herr Kameramann, hier. Nee. Nein. Ich wusste gar nicht. Also damals, als ich noch 15 war gewesen, ja, da war es hier noch cool, aber. Hä, warum jetzt nicht mehr? Digga, der Winkel ist nicht gut. Ja, genau, der Winkel ist nicht gut. Hör mal auf! Kaspar, was hast du von diesem schönen, wunderbaren Abend gehalten? Ich habe auch gesehen. Ah! Der Winkel war nicht gut für dich. Ich halte da nicht aus. Freunde, das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat der erste Tag für euch gefallen. Ja. Wir haben euch hier viel mitgenommen. Wie fanden Sie Ihren Co-Barkeeper? Wunderschön. Wir haben einen wunderschönen Tag gehabt und wir sehen uns am Mittwoch um 18 Uhr auf diesem Kanal. Und bis dann, euer Nucky Day. Bist du Influencer?